Noch 25 Minuten hier auf dem Sportclubplatz bis zum Spielbeginn. Noch wenige Tage, dann beginnt in Deutschland die Euro. Wir im Kurier porträtieren für jedes der 24 Teilnehmerländer einen Menschen im Wiener Fußball. Und wir beginnen, wie könnte es anders sein, mit einem Deutschen, mit Oliver Fix. Er wird heute an der Linie sein, er ist Schiedsrichter, unparteiischer und erster Auftakt unserer Serie. Oliver Fix, Sie sind Schiedsrichter in Wien, waren vorher Schiedsrichter in Deutschland. Was ist denn das Schöne an der Schiedsrichterei? Das Schöne ist wirklich, man kommt mit sehr, sehr vielen Leuten in Kontakt und das ist teilweise nebensächlich am Fußballplatz, aus welcher gesellschaftlicher Schicht man kommt. Also man hat dort unter anderem im Zuseherbereich den Polizisten, aber auch den Anwalt, aber auch den normalen Arbeiter am Fußballplatz stehen. Und ich finde super, dass man wirklich mit jedem eigentlich ein gemeinsames Hobby dann auch hat. Ich komme aus einer relativ ländlichen Gegend in Deutschland und Wien ist dann doch, ich sag mal, ein kleiner Schmelztiegel, auch verschiedene Kulturen, verschiedene Nationen, die hier spielen. Und ich kannte das zum Beispiel nicht, dass es eigene Mannschaften aus eigenen Kulturkreisen gibt. Und das war am Anfang, war es dann doch eine Umstellung. Wie ist der Umgang mit dem Schiedsrichter? Gibt es da Unterschiede zwischen Österreichern und Deutschen? Ja, also es kommt immer natürlich auf den Verein an, wo man ist. Das ist immer auch so ein bisschen abhängig davon, wie gerade so die allgemeine Stimmungslage ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das bei vielen Vereinen, dass es ähnlich respektvoll ist, wie es zum Beispiel in Deutschland war. Bei anderen Vereinen ist es leider manchmal so, dass man in Deutschland war man so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Und manchmal habe ich den Eindruck, hier ist man so ein bisschen der abgerennte Verbandskasten im Kofferraum. Und in Wien ist der Ton manchmal etwas rauer. Der ist etwas rauer, ja. Also nicht geschimpft ist halb gelobt. Und eigentlich das beste Lob, was man bekommen kann, ist, wenn über einen gar nicht gesprochen wird. Wenn es gar nichts zu bereden gab, dann muss der Schiri eh leibend gewesen sein. Sie lernen auch auf dem Fußballplatz das Wienerische? Nicht nur das Wienerische, auch andere Sprachen lerne ich. Aber man versucht auch das ein oder andere aufzuschnappen. Also ein wütender Spieler wird schon prinzipiell von mir als Heferl auch bezeichnet. Was ist denn der Unterschied zwischen Schiedsrichter und Linienrichter? Als Schiedsrichter ist man dann doch der Hauptverantwortliche auf dem Platz, kann aber einige Bewertungen bzw. einige Entscheidungen den Assistenten überlassen. Und als Schiedsrichterassistent hat man dann doch andere Dinge im Blickfeld. Also gerade bei der Regionalliga ist dann doch irgendwo die Bänke, die man sich dann genauer anschauen müsste, aber auch Abseitssituationen, die man als Schiedsrichter so in der Geschwindigkeit gar nicht bewerten kann, wo man dann doch auf die Assistenten angewiesen ist. Also man versucht dann immer mit zwei Augen zu schauen. Also man wartet wirklich auf die Ballabgabe und versucht dann sich ein Standbild zu machen, wo war jetzt der Spieler. Und auch mir ist es schon passiert, dass ich felsenfester Überzeugung war, es ist dann abseits gewesen, ich heb die Fahne, alle hören auf zu spielen und dann kriege ich per Headset durchgesagt, du Oliver, das war gerade der Verteidiger, der einen Fehlpass gespielt hat. Für alle war es eigentlich ein, na, ich sag mal, total dummer Fehler von mir. Wie sieht man denn als Schiedsrichter ein Fußballspiel? Jetzt war ja vor kurzem erst das Cup-Finale, dann Sturm gegen Rapid. Und da gab es ja auch eine umstrittene Situation, wo dann auch der Trainer, der Robert Klaus, auch dann der Meinung war, es ist unbedingt ein Foulspiel gewesen. Und selbst wenn man dann eine Fanbrille aufhat von Sturm oder von Rapid, die Entscheidungen, die dann der Kollege am Spiel trifft, werden dann von uns auch dann bewertet. Und gerade in dem Spiel, das Handy stand eigentlich keine 3 Minuten still. Man hat dann sich doch mit den Kollegen auch ausgetauscht. Mitte Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wo ist denn da Ihr Herz? Zweigeteilt. Also ich wünsche sowohl Deutschland als auch Österreich, dass sie möglichst weit kommen. Sollten sie, ja, das ist jetzt schon ausgelost, aber sollten sie gegeneinander spielen, wäre ein Unentschieden natürlich das Beste, was mir passieren kann. In der Finalrunde, im Finale bestenfalls, würde ich dann schon Deutschland die Daumen drücken.